Mystery Manor. Okay. Linda Castle. Es ist lange her. Was zur Hölle machst du denn hier? Was zur Hölle machst du hier? Der Filmstreifen. Hast du ihn? Hey, langsam. Entschuldigung, wer genau bist du bitte? Ja, und warum bist du so aggressiv, wenn du nur reden möchtest? Halt dein Lügenmaul und scher dich um deinen eigenen Dreck. Sam, soll ich mich auch um meinen eigenen Dreck scheren oder meintest du nur den Lügner Stan? Maddie, das ist Sam Green, Sheriff von Cedar Hills. Das ist nicht dein Zuständigkeitsbereich, Opie. Früherer Sheriff. Warum bist du hier? Du weißt verdammt gut, warum. Ich muss es vergessen haben. Das ist ja schön für dich. Ich muss nämlich andauernd hinter deinem kleinen Problemkind aufräumen. Moment, redest du etwa über den Film? Redet er über den Film? Oh, du hättest nicht kommen sollen, Linda. Das verfluchte Ding hätte vergessen bleiben sollen. Es wird das Ende dieser Welt sein. Und vielleicht das aller anderen. Hä? Okay, Sam. Deine Worte ergeben keinen Sinn. Geht's dir echt gut? Du bist zu alt, um Geheimagent zu spielen. Ich bin so fit wie nie zuvor. Und alles, was ich dir erzähle, ist wahr. Das alles nur wegen damals in Cedar Hills. Was passiert ist, damals oder jetzt? Verstehst du denn nicht, was ich sage? Ich... Nein. Tut mir leid. Ja. Sag mir einfach, dass du deinen Filmstreifen noch hast. Ja, den habe ich noch. Und Sie? Wir haben alle unser Stück. Oh, Gott sei Dank. Dann komme ich nicht zu spät. Aber Augustine hat uns ein Angebot gemacht. Und ihr habt es abgelehnt. Hm. Richtig? Nicht so wirklich. Wir haben uns noch nicht entschieden. Okay. Okay. Damit können wir arbeiten. Wenn wir unsere Karten richtig spielen, haben wir noch eine Chance, die Kurve zu kriegen. Linda, wovon redet dieser Typ da? Vom Filmstreifen, von dem ihr alle ein Stück habt. Ein Teil des Films, den Linda mit Freunden gedreht hat. Mit meinem Sohn. Es ist nicht nur ein Film. Es ist ein Gefängnis. Für etwas viel Älteres. Mm. Etwas Mächtigeres als alles, was die Menschheit begreifen kann. Es reine, bösartige Verderbnis. Und ihr Hunger ist grenzenlos. Oh, okay, Sam. Trägst wieder etwas zu dick auf, oder? Das sagt ja der richtige Bruno Stafford. Moment. Ihr beiden kennt euch? Ah. Leider bin ich schon längere Zeit das Ziel der absonderlichen Anschuldigungen und dramatischen Behauptungen des früheren Sheriffs. Er ist total wahnhaft. Aber eins muss ich dir lassen. Du siehst besser aus als bei unserem letzten Treffen, was? Wie machst du das? Hat der Scharlatan erzählt, wie er meinen Sohn manipuliert? Und ihm sein Stück Film abgenommen hat, als Robert eine sehr schwere Zeit durchmachte? Ich bin zu jeder Zeit ehrlich. Ich schleiche nicht im Dunkeln herum wie ein schmuddeliger Kleinganove. Scheiß drauf! Ich hab genug von deinem Scheiß. Heul leise, Chantan. Sollten wir ihm folgen? Nö. Geh los und behalte Stan im Auge. Ich bleib hier. Was er da alles gesagt hat, meint er das ernst? Ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht, dass jemand von uns allein losziehen sollte. War das vorhin verschlossen? Okay, da ist er.
Natürlich gehen wir erst in die andere Richtung. So wie immer. Hey! Hey, warte doch mal! Stan! Aber erst... Er ist doch hier lang gegangen, oder? Oder ist er hier lang gegangen? Hier mal zu dem Fernseher. Wo ist er hin? Warum ist das hier? Hä? Oh, ich hätte jetzt in die andere Richtung gehen sollen. Na super. Stan! Hockst du etwa auf der Toilette oder was? Ich glaube eher, dass du träumst oder so. Oder Hallus schiebst. Es hört sich an wie der Hase, oder? Der Hase singt doch immer so Lieder. Im Hintergrund ganz leise hört man irgendwas. Stan! Ich verstehe nicht, warum die jedes Mal so schreit. Okkultismus. Das hat mir noch gefehlt. Augustin dient einem gottgleichen Wesen. Ist doch nicht normal hier, oder? Supi, wo kommen wir denn jetzt hin? Das sind doch wir. Wow. Ist da wirklich jemand drin? Nein. Wer ist da drin? Ich wusste schon immer, dass jedes reiche Arschloch so ein Zimmer im Haus hat. Das waren wir selber, oder? Von der Stimme her. Ich muss mich erst umschauen. Da ist auch noch ein Hebel. Und hier ist noch ein Hebel. Das sieht nach einem Muster aus.
passiert. Das ist gut. Das hört sich an wie wir. Oder es ist diese Chris und die kann sie machen, weil sie ja tot ist, weil sie in dieses Licht gezogen wurde. Gut, das funktioniert. Jetzt nur noch zwei dieser Ringdinger. Heime. Sie sagt ja schon Heime. Wohl noch nie von einem normalen Einbruch. Oh, das ist Linda. Sie schreit ja schon Heime. Und Heime hat ja mit hiermit jetzt nichts zu tun. Also ich denke mal, dass das Chris ist. Oder... Ja, das ist sie. Viele blöde Fragen stellt nur die Nervensäge. Weil du gerade irgendwas befreist. Es gelang dir, die Energie im Horologion abzuleiten. Horogolion, was ist das denn? Sag ich doch. Meanwhile, in Seda Hells. Ah, er sucht seinen Dad, genau. Aua. Oh, dass sie sich drehen, ist so scheiße. Bist du okay? Das ist sie. Was ist, junger Mann? Das ist die Böse. Gar nichts. Ich. Ich helfe dir. Alles gut. Ist nichts. Aber du siehst aus, als wäre was. Ich suche nur meinen Dad. Den Sheriff? Oh, den Sheriff? Ja. Hast du ihn gesehen? Oh ja, schon. Wo? Hier und da, hin und wieder. Irgendwie taucht er immer an den seltsamsten Orten auf. Halt, wann war er denn hier? Gerade eben, oder wie? Oh, vor mehr als einer Minute? Weniger als ein Leben. Gut. Okay, danke.
war mir ein Vergnügen. Ich werde ihm sagen, dass du ihn suchst. Mhm. Klar. Augustin. Mystery Manor. Jetzt sind wir Linda. Sie kamen sicher hier vorbei. Ich wäre mir hier über gar nichts sicher. Wie hat sie dich hergelockt, Linda? Was hat sie dir geboten? Tut mir leid, du schuldest mir mehr Antworten. Düster, sie will mir Freiheit geben. Sie will mir Freiheit geben. So, Freiheit? Seit unserem Film damals war jeder Tag die Hölle für mich. Die Träume, die... Ich schlafe nicht sehr viel. Das ist in meine Filme eingeflossen. Wie ein Ehrenabzeichen. Aber 30 Jahre davon. Sicher war es genauso für Robert mit seinem Streifen. Und Augustin meinte, gib mir deinen Filmstreifen? Ich kann es nicht zerstören. Augustin ist mein Ausweg. Sie will auch die anderen zwei Stücke. Das von Stan und dem Mädchen. Sie heißt Maddie. Sie ist Bonnies Tochter. Bonnies? Was? Schwer zu glauben. Ich weiß, bis man ganz genau hinsieht. Exakte Kopie. Ich hätte mit Bonnie in Kontakt bleiben sollen. Und jetzt ist es zu spät. Zu spät? Bonnie ist kürzlich gestorben. So hat Maddie ihr Stück des Films geerbt. Ah. Das ist... Das ist schlimm. Geh ganz kurz eine rauchen. Also auf die Toilette im Prinzip. Ich glaube nicht, dass wir irgendwo reinkommen, aber egal. Ich muss gucken. Was meintest du damit, dass das alles wegen Cedar Hills sei? Ich sagte, das liegt daran, was in Cedar Hills war und was immer noch passiert. Was passiert denn gerade? Was damals passiert ist. Kids drehen einen Super 8-Film? Im Stahlwerk? Ah. Das Werk ist seit Jahren weg. Ich sagte doch, ich zähle keine Jahre mehr. Ach, komm schon, Sam. Seit du hier ankamst, warst du nicht ehrlich. Aber sie hat es doch gesehen alles. Aber ich war es immer. Was ist? Ah, nichts. Nichts mehr. Mir geht's gut. Muss sie finden. Muss sie finden, bevor... Himmel... senkt sich wieder und es ist... Ah. Beutel. Keine Ahnung. Oh, scheiße. Ah, oh, fuck. Ich bin zu blöd zum Drücken. Das gibt's doch nicht. Ganz ruhig. Ist schon gut. Mist. Sam. Dir geht's nicht gut. Wir müssen Augustin finden. Jetzt. Ich glaube, du solltest kurz... Mir geht's gut. Hilfst du mir jetzt, Augustin zu finden? Oder willst du nerven? Ich helfe dir, Sam. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmte. Aber ich wollte mich selbst überzeugen. Ich helfe dir, Sam. Was auch immer Augustin plant, gut ist es nicht. Richtig. Sam ist erleichtert, dich auf seiner Seite zu wissen. Sam? Sam? Wow. Sam? Hallo?
Wo bist du hin, verdammt? Sam, komm schon! Ich sehe gar nichts. Sheriff Green? Oh, es ist dunkel hier. Sam! Hä? Durchsuche das Archiv. Mache ich. Also das ist auf jeden Fall etwas. Murder Mine. Was? Murder Mine? Es gibt eine komplette Alternativversion von Murder Mill. Okay. Das ist komisch. Das ist das, was wir benutzt haben für den Film, oder? Augustin hat eine Sammlung von Requisiten, die nicht ganz mit denen von Murder Mill identisch sind. Gewaltstreifen sorgt für Kinoblutbad. Cedar Hills Tribune. Moment. Diese Vorstellung gab es nie. Übler Film verursacht Kinoblutbad. Ein Low-Budget-Horrorfilm, der hier in Cedar Hills entstanden ist, soll für die jüngsten Ausbrüche von Massengewalt und Chaos im Kino, in Kinos im ganzen Land verantwortlich sein. Vergangene Nacht kam es in Sacramento zu einem weiteren dieser Vorfälle. Dort endete die Vorstellung des Films Murder Mill in einer Massenschlägerei, bei der insgesamt 13 Menschen verletzt wurden, drei davon schwer. Murder Mill wurde im stillgelegten Stahlwerk von Cedar Hill gedreht und anschließend landesweit veröffentlicht. Böse Zungen behaupten, die Macher des Films hätten Profit aus dem berühmt-berüchtigten Drehort schlagen wollen, an dem der Serienmörder Frank Stone vor über 20 Jahren grausame Verbrechen verübt hat. Seit der Veröffentlichung ist es bei Vorstellungen des Films wiederholt zu Gewaltausbrüchen gekommen. Die Schlägerei in Sacramento ist dabei lediglich der jüngste Vorfall von vielen. Erst vergangenes Wochenende waren während einer Vorstellung in Jersey City 4 Männer und eine Frau verhaftet worden, denen vorgeworfen wird, eine 17-Jährige und ihren Bruder zu Tode geprügelt zu haben. Nachdem ein Kino im Raum Dallas den Film gezeigt hatte, erwürgten 2 Männer auf offener Straße vor den Augen bestürzter Passanten eine Person. Okay, okay, hallo. Erwürgten 2 Männer auf offener Straße vor den Augen bestürzter Passanten eine Person, bevor die örtliche Polizei einschreiten und das Feuer öffnen konnte. In dieser Nacht wurden mindestens 9 Menschen verletzt, 4 davon schwer. Viele Kinobesitzer haben Murder Mill bereits aus dem Programm genommen, doch es werden immer mehr Stimmen laut, die fordern, den Film komplett zu verbieten. Brian Newcomb, der leitende Produzent des Films, weist den Vorwurf, sein Film sei für diese Gewalttaten verantwortlich, jedoch vehement zurück. Er sagt, ich bin in Gedanken selbstverständlich bei den Opfern und ihren Angehörigen, aber es ist absurd zu glauben oder zu behaupten, unser Film habe die nötigen Bedingungen für die landesweite Massengewalt geschaffen. Zu der Frage, warum der Film die einzige Verbindung zwischen den Vorfällen sei, wollte Newcomb sich nicht äußern. Hä? Der leitende Produzent Brian Newcomb, das war doch die Chris. I wanna play the game in one stream, so I'm sure that I finished the game. Was soll hier sein? Nichts. Die Lampe scheint nicht aus dieser Zeit und von diesem Ort zu stammen.
Bonnie war nicht in dieser Szene. Es war Chris. Ja. Das ist falsch. Okay, das haben wir nicht gefilmt. Augustin hat eine andere Version der Szene, die Linda für Murder Mill gedreht hat. Ganz ruhig. Hast du das gesehen? Was meinst du? Hast du gesehen, was Augustin vorbereitet? Etwas stimmt nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Langsam erkennst du, womit wir es zu tun haben. Und leider könnte es schon zu spät sein. Komm schon. Stopp. Ich gehe keinen Schritt weiter, bevor du mir nicht sagst, was genau hier vorgeht. Und versuche erst gar nicht, irgendwas zu sagen, das nicht absolut wahr ist, okay? Die Wahrheit kann oft heikel sein. Sam! Hör zu. Es tut mir leid, Linda. Aber ich kann dir einfach nicht das geben, was du willst. Absolut nichts daran gefällt mir. Ich kriege nichts dafür, dass ich tue, was ich muss. Keinerlei Dank, keine goldene Uhr. Es ist nur irgendwie höhere Bestimmung. Oh Gott, du bist so ein Aufschneider. Ich bin kein Kind mehr. Und du bist nicht der Sheriff. Deine blöde Arroganz zieht bei mir nicht. Linda. Nein. Du willst unehrlich sein? Schön. Aber ich bin nicht doof. Ich weiß, was Täuschung ist. Ich sehe, was du verbergen willst. Dachtest du, ich hätte nichts bemerkt, als du hier ankamst? Du solltest mindestens 80 sein, aber du bist kaum älter als ich. Wie kann das richtig sein? Was willst du damit sagen? Ich sagte, dass du Sam Green sein könntest. Aber nicht der Sam Green von damals in Cedar Hills. Du bist ein anderer. Nicht wahr? Mhm. Glaubst du mich auch? Hab ich mir vorhin schon gedacht. Für jeden unserer Pfade gibt es einen, auf dem ein Schatten geht. Eine andere Realität, eine andere Welt. Welten, die fast ineinander übergehen. Ich habe diese Zeitachsen gezielt gewählt. Sie überschneiden sich. Der Entitus übt Druck auf die Grenzen unserer Welt aus. Ich brauchte Frank Stones sterbliche Hülle gar nicht. Nur die perfekten Versionen seiner Essenz auf Zelluloid gebannt. Mit 24 Bildern pro Sekunde projiziert. Frank Stone wird auferstehen. Oh oh. Nicht gut.